ihr da gerade hört, ist der Sem. Ah, der semmelt. Ja. Okay, ich mach mal aus. So, ganz genau, so sieht's nämlich aus. Der geile Sound. Kommen gleich noch ein paar andere geile Sounds dazu, vom Moog und so. Ja, klar, Moog kennt ja jeder. Aber Sem? Gut. Wer Bescheid weiß, weiß Bescheid. Ihr seid ihr. Ich bin ich. Und das ist mein Channel hier. Schön, dass ihr wieder vorbeiguckt. Ja, auf meinem Channel. Auf meinem Kanal. Zur Erforschung der analogen Musik. Und auch der Musik überhaupt und des Universums. Und jeder kann machen, was er will. Ja, deswegen seid ihr ja auch ihr. Und ich bin ich. Weil ich kann auch machen, was ich will. Aber respektvoll. Man muss immer, soll Respekt haben. Ja. Ja, da gibt es auch keinen Wischiwaschi. Muss man, soll man, ja, okay? Alles klar? Es ist ein Gesetz, das einzige. Respekt. Mehr Gesetze gibt es nicht, gibt nur eins. Habt schön Respekt. Bitteschön. Ganz knallhart wird sich dran gehalten. Ist ein Gesetz, ja? Alles klar. Ansonsten kann jeder machen, was er will. Gut, ich mache heute, was ich will, nämlich, vielleicht interessiert es euch ja, Sem. Sem-Sound aus dem Euroreich. Ja, wie geht das? Pass auf, ich habe mir überlegt, also nee, ich habe mir nicht überlegt, ich habe gekickt. Ich bin schon lange ein großer Fan von Oberheim, ja. Deswegen habe ich mir hier auch den OB6 mal zugelegt, lange drauf gespart, Leute. Ich sage euch, das ist ein krasses Ding. Diese Sounds, diese Oberheim-Klänge, diese sämmeligen, ja, sämigen, schnarzknarzenden, geilen Klänge, die von diesem Oberheim kommen. Zum Beispiel. Ah, krass. Das ist der OB6, spezieller Fall. Schön weich, ja. Snirpselt, aber ist trotzdem creamy und geil. Einfach nur geil. Aber um den geht's nicht. Heute geht's um den anderen. Den Sem. Sicher kennt ihr den? Wenn ihr Synthesizer-Enthusiasten seid, dann kennt ihr den. Wenn nicht, dann würde ich euch mal empfehlen, euch mal anzukicken. Ja, schön im Internet. Gibt es geile Videos. Sem war ein Modul, 75 gebaut worden, glaube ich. Also im 70er Jahr auf jeden Fall. Monophon. Haben dann zwei Module nebeneinander. Also Two Voice hieß der dann. Oder vier oder acht. Dann hatte man acht Stimmen. Aber es ist eigentlich nur ein Modul aus zwei Oszillatoren. Und dem richtig geilen Filter. So, diese Module, die hat Oberheim mit Sequential, Dave Smith, einfach wieder nachgebaut. Ja? Und zwar 2017 oder so. Oder 15, ich weiß nicht genau. Kam die wieder raus. Geile Dinger, aber ich sag euch, also da haben die, glaube ich, 1000, eh in so ein Modul. Ein 1000, ja. Jetzt gibt es die aber gar nicht mehr. Die kann man jetzt nur noch gebraucht kaufen, weil alle direkt ausverkauft waren. Jetzt kosten die 3000 Euro. Ein Modul. Also einen, zwei VCOs. Okay, Mann, krasses Ding. Trotzdem überlege ich, Mann, was soll ich machen? Ich brauche das. Ja, ihr müsst euch mal angucken. Da gibt es so einen Typen, der hat so ein Video gemacht mit seinem kleinen Modul, was er kommt, und wie er so durch die Sound knirpselt. Das ist so, boah, also fettes Scheißzeug, dachte ich mir. Ah, naja, trotzdem kann ich mir nicht leisten, was habe ich gemacht. Ich habe geguckt, habe ich im Modularsystem, ich wusste, ich habe einen SEM-Filter. Ich habe einen Filter, der auf dem gleichen Chip basiert wie der Oberheim. Ja, SEM. Oszillatoren, dachte ich mir, scheißegal, Oszillator ist Oszillator, der macht eine Segelzahnwelle fertig. Na, so einfach ist die Sache nicht. Habe ich dann mir überlegt, pass auf, es gibt von Döpfer einen Filter, der diesen Sem-Filter, er hat also auch den Chip drin, also nicht nur der Oszillator, sondern auch der Filter ist ja das Entscheidende. Dieser Sem-Filter, der kostet mal schlappe 80 Euro. Ja, also keine 3000. Habe ich den direkt gekauft. Ja, noch ein Wasp-Filter auch noch mit dazu, weil die waren gerade beide. War super günstig. Zwei Dinger, 80 Euro. So, eingebaut, haben wir kleine Mini-Rack ausprobiert mit dem VCO. Hat nicht funktioniert so richtig. Nicht so richtig. Hat nicht so richtig funktioniert. Ist einfach ein Multimode-Filter. Ich glaube, der hat Bandpass, Lowpass, Highpass. Ja? Aber mit diesem legendären Chipsatz vom Oberheim Sem. Und in Verbindung dachte ich mir dann, vielleicht mit meinem Oszillator, der ja auch einen Chipsatz von dem Sem hat,
von 2HP, 2HP, der ist in meinem Eurorack drin, da oben. Jetzt zeige ich euch nachher alles. Ich nehme euch nachher mit rüber, ja, mit der Kamera und gehen wir da gucken und dann zeige ich euch mal, wie ich aus meinem Eurorack ein Oberheim-Sem-Sound zauber. Ich habe dann natürlich gleich den Filter ins Eurorack mit eingebaut, ein anderes Ding rausgeschmissen, den wieder reingebaut. Das Ding ist jetzt da unten mit drin, ist ja, ich habe alles immer noch schön, ja, nur woanders ausgelagert. Da unten zusammen mit dem Mischer ist jetzt der Disting drin und im Eurorack ist jetzt der Sem-Filter drin. Genau neben dem anderen Döpferfilter, den Lowpass, den ich sowieso schon hatte, der sehr fett ist. Und dann habe ich ein kleines Patch gemacht und wie das aussieht, zeige ich euch gleich. Ich habe natürlich, als ich dann den fertig hatte, habe ich natürlich gleich einen Sound gebaut. Ja, wollte einen Synthesizer. Also ich baue mir nicht nur meinen Synthesizer, sondern ich baue auch gleich ein Musikstück dazu, damit man hört, in was für einem Kontext der mit dem anderen Zeug, ja, im Kontext. Und zu dem Kontext gehören der OB6, ja, der spielt nachher auch noch was dazu. Und der Juno, weil es sind alle fette Synthies. Der Juno spielt also, der OB6 spielt das Synthie und der Sem, der jetzt mein Eurorack ist, aus meinem Eurorack kommt, ja, rausgekrochen kommt. Kommt der rausgekrochen und knarzt sich in eure Herzen oder Gehirne, wie auch immer. Geiles Ding, ey. Ich muss mal kurz nochmal anmachen. Warte mal. Nur ein Oszillator, ja, nicht zwei. Ist wie beim. Ja, ich zeig euch ja gleich. Ich zeig euch gleich, was abgeht. Okay? Ich geh darüber, zeig euch das Patch. Und da wollte ich jetzt den Sem-Sound rauskriegen. Komm raus, Sem-Sound. Da muss man Sem-Salabim sagen. Ja, und dann funktioniert es. Okay. Also 3000 Euro für so ein Sem-Modul hatte ich jetzt nicht übrig. Also dachte ich mir, guck mal. Ganz am Anfang habe ich mir doch hier so ein 2HP, 2HP Oszillator gekauft. Also ein Klinger, ein Schwinger, ja, ein Schwingungsmodul, ein Oszillator, ein VCO, ein Voltage Controlled Oscillator, ja, habe ich mir gekauft. Nur zwei Teileinheiten. Schön schmales Teil. So, und der kann damit einer schönen Rechteckwelle und eine Dreieckwelle raus. Und der klingt richtig mega monstermäßig. Bzzz. Ja. So, und wenn ich den jetzt auch noch durch einen Sem-Filter Döpfer, wenn ich den da durchschicke, dann habe ich im Prinzip für 200 Euro 120 das Ding und 180 das oder 140 der und wie so knapp, habe ich schon meine Voice. Ja. Ein Oszillator und ein Filter mit denselben Chips und mit denselben Schaltungen, die der Oberheim Sem hat. Okay, jetzt brauche ich noch eine Hüllkurve. Gut, klar, Envelope. Ich schicke einfach das Signal, was aus dem Filter kommt, durch ein Lowpass-Gate. Den Lowpass-Gate kann ich triggern mit meinen Gates. Okay, das war jetzt vielleicht zu viel für die Anfänger. Und die wissen, worum es geht, die wissen, worum es geht. Und für die Anfänger, die es nicht wissen, worum es geht, ich sage, die Hüllkurve bestimmt, dass der Klang auf und zu geht. Ja? Die wirkt eigentlich auf den Amplifier, auf dem VCA, und der Lowpass-Gate oder das Lowpass-Gate, Optomix, ist sowas ähnliches wie ein VCA, der immer dann aufgeht, boing, wenn er Trigger kriegt, mal kurz aufgeht, indem er nämlich mit der Trigger speist eine Vectral, das ist so eine kleine Leuchtdiode, die ist hinten an dem Modul dran und immer wenn die angeht, lässt er kurz was durch und dann zieht er wieder Strom und geht wieder zu. Und das mache ich mir jetzt zunutze, indem ich dann den einfach nur trigger. So mache ich das. Und die Trigger, wo hole ich die her? Naja, die hole ich mir natürlich vom Pons Asinorum. So, da kommen meine Trigger her. Den wiederum trigger ich. Ich wollte es mir einfach machen. Ich hätte jetzt auch direkt vom Arturia Keystep triggern können, mit dem Gate-Signal raus. Aber ich mit dem Gate, ein einziges, triggert jetzt meinen Pons Asinorum. Und der hat vier Envelopes, die da rausgehen. Und die triggern dann meinen Optomix. Ja. Mit der einen gehe ich oben rein, mit der anderen unten. Ich gehe nämlich mit dem VCO zweimal raus. Einmal mit meinem Dreieck.
in den Senffilter und einmal mit meiner Square Wave in den 24 dB Ladder Filter, der wie ein Moog klingt. Ja? Also ein Moog, richtig fetter Lowpass Filter. So. Aber ich laber hier die ganze Zeit. Die Laberei, die bringt ja nichts. Ich mach das mal so. Ich werde jetzt einfach mal zeigen, was hier abgeht. Worum es geht, ja? Ich spiele das einfach für euch. Optomix gehe ich übrigens raus in den Dual X-Fade. Damit kann man Überblendungen machen, CV-gesteuerte. Rechts-Links-Überblendung, also nicht rechts-links, sondern von einem Kanal auf den anderen und dann kann er die Kanäle, also die Signale mixen. Ja? Auf dem rechten Kanal habe ich jetzt den Dreieckwellen durch den Optomix. Auf dem linken Kanal habe ich die Rechteckwelle durch den anderen Döpfer-Analogfilter. Den hört sich so an. Okay, ich mach mal Arpeggiator an. Den anderen dazu. Das ist der Senffilter. Wow. Creamy Demi. Jetzt mache ich meinen X-Fade, der kriegt jetzt ein LFO. Die Filterbewegung hier auch nochmal mit LFOs. Und jetzt geht man da oben nicht in Control-Eingang, sondern in Trigger.
mal den geilen Schnuppel-Duppel-Kripsel-Wipsel-Sound. Semmligen-Sem-Sound. Super fett. Mit nur einem Oszillator. Und im Sem-Modul sind natürlich zwei Oszillatoren drin. Die kann man dann gegeneinander verstimmen und kriegt dadurch noch mehr Breite und Weite hin. Kann ich jetzt hier nicht machen, weil da fehlt mir da. Ich krieg noch so einen Oszillator an. Ich habe jetzt noch andere Oszillatoren, die klingen aber anders. Das ist jetzt der authentische Sem-Klang von einem Oszillator. Ich habe so ein bisschen zwei emuliert, weil ich gehe ja zweimal raus. Einmal mit der Rechteckwelle und einmal mit der Sägezahnwelle, mit der Dreieckwelle. Ne? Klingt so. Super geil. Fehlt natürlich noch eine Bassdrum. Mein Stück. Ja, also wenn ich schon so einen geilen Sound habe, dann will ich natürlich auch ein Stück draus bauen. Ne? Ich mache mir jetzt noch den Grandmother Moog mit dazu. Habe ich auch schon eine kleine Melodie gebaut, die hört sich so an. Das ist der Grandmother. Okay. So. Sem-Sound aus dem Euroreck. Und jetzt schwenke ich rüber und mache hier mal einen kleinen Jam. Thank you.
mache jetzt hier jetzt noch die Abmoderation. Dann muss ich daher ja nicht nochmal umschalten, sondern kann ich direkt von hier machen. Mache jetzt einen Cut, ja? Cut. Und jetzt kommt die Abmoderation. Tschüss, Leute. War schön gewesen heute mal wieder mit euch. Ja. Senffilter, SemVCO, Oszillator und Filter. Macht ihr den gleichen egalen Sem. Na, die Hüllkurve ist ja, habe ich eine andere. Ist nicht so wichtig. Weiß ja nicht, warum ich dir das sage mit der Hüllkurve. Wie geht's darauf gekommen? Wahrscheinlich, weil ich es vergessen habe vorher. Aber nicht so wichtig. Wollte ich mir ja eigentlich nur verabschieden. Also, tschüss, Leute. War schön gewesen mit euch wieder mal hier auf meinem Kanal. Ich bin ich. Ihr seid ihr. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Alexander Spree. Danke fürs Zugucken. Bis dann. Ciao.